Das heißt, es ist ein Mythos, dass sie vom Westen bezüglich der NATO-Osterweiterung betrogen wurden? Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Hä? Gorbatschow, was erzählst du denn da? Der Daniele Ganser hat doch was ganz anderes gesagt. Na, das gucke ich mir mal genauer an. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gerne das Video teilen. Ich wäre sehr dankbar. Danke dafür. Ich habe sehr lange nach einer Publikation von ihm gesucht, aber keine Publikation gefunden. Bei einem Forscher müsste das jedoch der Fall sein. Aber schauen wir doch einfach mal, was Daniele Ganser dazu sagt, wie er denn forscht. Also ich gehe auf den Mediennavigator und schaue mir an, was sagt SRF. Zum Beispiel zu diesem Massaker in Butscha, wo dann SRF sagt, ja, das waren vermutlich die Russen. Und Spiegel schreibt, ja, das waren ganz sicher die Russen. Und dann springe ich rüber zum Antispiegel von Thomas Röper und gebe Butscha ein. Und dann sagt Thomas Röper, nein, das waren eben nicht die Russen, sondern das waren die Ukrainer selber. Und dann schaue ich mir noch RT Deutsch an und die sagen dann auch, nein, das waren nicht die Russen. Und dann habe ich eigentlich verschiedene Erzählungen, die sich widersprechen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich mich immer hinbewegen muss. Ich muss immer verschiedene Erzählungen haben, die sich widersprechen. Aber ich schaue mir dann die Argumente an und nehme dann die Argumente, die mich am meisten überzeugen. Ah ja, also er liest einfach nur diverse Medien. Und das, was nach seinem Bauchgefühl am überzeugendsten ist, das verbreitet er dann unter seinen Vortragsgästen. Keine Fakten, keine Belege, es muss nur überzeugend sein. Seine Worte, nicht meine. Aber alleine RT als Nachrichtenmedium zu verstehen, ist ja schon völlig daneben. Denn selbst wenn RT keine Propaganda verbreiten würde, ist es ja immer noch ein rein staatlich finanzierter Sender, bei dessen Eröffnung sogar Wladimir Putin vor Ort war. Und wenn es dann überzeugend ist, was RT da sagt, dann ist es für Ganser die Wahrheit. Also von einem Forscher würde ich zumindest anderes erwarten. Und im Ergebnis leugnet er sogar russische Kriegsverbrechen. Butscha, vermutlich Fehlinformation, was da im Spiegel stand, weil und dann Name vom Bürgermeister ab. Und das alles auf Basis seines Bauchgefühles. Keine rationale Entscheidung, reines Bauchgefühl. Das, was er für richtig hält, ist die Wahrheit. Und nehme dann die Argumente, die mich am meisten überzeugen. Und nochmal zur Sicherheit. Das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Aber was er auch sehr gut kann, ist Tatsachen einfach ausblenden. Über den Euromaidan sagt er zum Beispiel Folgendes. 2014 hat Obama die Regierung in Kiew gestürzt. Putin weiß es. Und Obama weiß es, dass Putin es weiß. Obama und Joe Biden. Er war Vizepräsident. Und die haben den Putsch gemacht und der Putsch wurde in Kiew durchgeführt. Also wenn es kein Versehen ist, dann muss es wohl Absicht sein, dass er sich an die Bilder des Euromaidans nicht mehr erinnern kann. Es war kein Putsch. Die ukrainische Bevölkerung ist auf die Straße gegangen und hat gegen den ehemaligen Präsidenten Janukowitsch aufbegehrt, weil er das Assoziierungsabkommen mit Europa nicht unterschreiben wollte. Und aus anfänglichen Protesten wurde dann ein Bürgerkrieg. Kein einziger US-Soldat war an dem Sturz von Janukowitsch beteiligt. Aber für deine User und Follower wird es reichen, Daniele. Aber richtig witzig wird's ja, wenn Daniele sich plötzlich einfach mal umentscheidet. Und manchmal ist man wirklich Opfer. Ja, die Ukraine ist schon auch Opfer jetzt von der Invasion. Aber oft gibt es, wenn man lange genug hinschaut, auch eine verdeckte Täterdimension. Ja, nicht einmal 1%. Es sind wirklich wenige, das sind Ultranationalisten. Und diese Ultranationalisten haben den Putsch gemacht 2014. Ah, so, jetzt waren es die Ultranationalisten. Also einmal Obama, dann die Ultranationalisten. Na, man kann sich halt nicht ganz entscheiden, oder? Und nur mal so eine Nachfrage, Daniele. Selbst wenn es die Ultranationalisten gewesen sein sollten, das ist jetzt die Begründung dafür, dass die Ukraine eine Mitschuld an dem Einmarsch Russlands in die Ukraine trägt? Was? Oft gibt es, wenn man lange genug hinschaut, auch eine verdeckte Täterdimension. Nach dieser Logik müssten die Sachsen jetzt anfangen, die Koffer zu packen. Auch nähert er ja immer wieder gerne die Annahme, eine NATO-Osterweiterung hätte es nach einer mündlichen Absprache gar nicht geben dürfen.
Gäbe es doch jemanden, der dabei war und sagen könnte, wie es wirklich war. Hey, Vicky, hey. Ah, Gorbatschow war doch dabei. Heute fragt man mich, warum es nicht vertraglich fixiert wurde, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen darf. Dazu sollte man Folgendes berücksichtigen. Damals existierte die NATO und der Warschauer Pakt. Was sollte man da vertraglich fixieren? Die Frage stellte sich damals gar nicht. Das heißt, es ist ein Mythos, dass sie vom Westen bezüglich der NATO-Osterweiterung betrogen wurden? Ja, das ist tatsächlich ein Mythos. Da hat die Presse, die liebe Presse, ihre Hand im Spiel gehabt. Also selbst Gorbatschow sagt, Daniele Ganser lügt. Liebe Ganser-Unterstützer, wer ist denn jetzt aus eurer Sicht glaubwürdiger? Daniele Ganser oder der Gorbatschow, der dabei war? Man muss sich das mal reinziehen. Ihr zahlt Geld dafür, damit jemand einen Vortrag hält, in dem er euch anlügt. Muss man wissen. Und was Daniele Ganser auch einfach mal weglässt, ist die Tatsache, dass Russland der Ukraine nach Beendigung der Sowjetunion Sicherheitsgarantien zugestanden hat. Im Gegenzug dazu hat die Ukraine ihre Atomwaffen an Russland zurückgegeben. Na, hätten sie das mal besser nicht gemacht. Noch ein ganz kurzes Beispiel über seine Aussagen zu 9/11. Er zweifelt ja nach wie vor an der offiziellen Version. Die Türme wären gesprengt worden, es sei ein Inside-Job gewesen und so weiter und so fort. Das ist ja schon alleine aus einem einzigen Grund völlig schräg. Denn Osama bin Laden hat ja in mehreren Interviews zugegeben, dass er diese Anschläge geplant hat und durch seine Schergen ausführen lassen hat. Also nochmal, seine Fans bezahlen dafür, angelogen zu werden. Und für viele Leute, die sich immer weiter radikalisieren, ist Daniele Ganser übrigens die Einstiegsdroge. Mitten in der Pubertät und dann kommen auf einmal die Eltern, die jeden Abend über verschiedenste heiße politische, gesellschaftliche Themen reden und man hört halt mit einem Ohr zu. Und irgendwann kommt mal so ein Tipp, hey Leo, schau dir doch mal einen Vortrag an. Dann denke ich, ah, oh, ein Vortrag. Und dann, wie heißt der Daniele Ganser? Das klingt ja irgendwie auch nicht interessant. Dann gucke ich das an und denke, boah, okay, also das ist schon genau mein Ding. Als ich angefangen habe, für dieses Video zu recherchieren, ist mir erst klar geworden, Daniele Ganser ist ein Esoteriker. War mir auch neu. Aber ich zeige euch das mal. Interessanter Moment ist ja der, wo es einem gelingt, über den Verstand hinauszugehen. Der Verstand präsentiert eigentlich immer das, was wir als Form bezeichnen. Und wenn man über den Verstand hinausgeht, merkt man, ich kann mich ja beobachten, während ich spreche. Er spricht also von formlosem Bewusstsein und dass man sich von außen betrachten könnte. Und dann gehe ich nochmal einen Stock höher und sage, wir sind formloses Bewusstsein. Und in dieses formlose Bewusstsein, meiner Meinung nach, belebt den Körper. Also mit der Geburt geht das formlose Bewusstsein in den Körper. Und er tritt halt auch gerne mit zum Beispiel Erwin Thoma auf. Diesen hält er selbst für einen sehr geschätzten Menschen, wie er schreibt bei Twitter. Erwin Thoma aber verkauft Mondholzhäuser. Diese Mondholzhäuser bestehen wohl aus Holz von Bäumen, die zu bestimmten Mondphasen gefällt worden sind. Also diese Hütten sind bestimmt ein Schnäppchen. Und dass er sogar bereit ist, Antisemiten und Holocaust-Relativierern einen Ehrenplatz bei seinen Veranstaltungen zu geben, das hatte ich ja im Video zu Bhakti schon mal erzählt. Hier nochmal eine kurze Erinnerung. Das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt. Dieser Mann bekommt nach diesen Aussagen einen Ehrenplatz bei Daniele Ganser und darüber hinaus ist man ganz offensichtlich auch noch Best Friend. Wollen wir all das für unsere Gesellschaft? Wollen wir, dass ein Daniele Ganser unter anderem dazu beiträgt, dass Menschen sich immer weiter radikalisieren? Ich fasse also zusammen. Er lügt über Kriegsverbrechen in der Ukraine. Er beruft sich in seiner Forschung auf Bauchgefühle. Er lügt über den Euromaidan. Er lügt über 9/11. Er ist Esoteriker. Und er ist die Einstiegsdroge für Extremisten. Und darüber hinaus ist er auch noch bereit, möglichen Antisemiten einen Ehrenplatz zu bieten. Verbieten wir endlich seine Veranstaltungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Trinken Wein auf mich. Schönen Abend noch. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao.